Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die hier in unserem kleinen bescheidenen Häuschen. Rechts von mir steht der Fleischhammer. Mit was? Jetzt hat er es gewechselt. Das hast du eben in der Hand gehabt. Okay, andere Dinge. Hallo. Außerdem mit dabei ist der Valkyrie. Hallo, schönen guten Tag. Und die Serendipity, die immer noch auf der Suche nach ihrem Hab und Gut ist, irgendwo draußen in der Pampa. Oh nein. Das war sowas wie Hallo in ihrer Sprache? Entschuldigung, hier ist so ein Kotzer, ein, wie heißt das? So ein Rülpser. Ja. Auch nicht korrekt, aber... Ja, Entschuldigung, hallo ihr Lieben. Polizisten-Zombie. Polizisten-Zombie. Sag mal, habe ich hier irgendwas am Arsch kleben oder so, dass die... Feinlich. Irgendwie ist er... Irgendwie ist er der Arsch selber. Also, der Valkyrie, diese 110 Metal Fragments haben 9 Eisenbahnen gebracht. Okay. Das war ja irgendwie so eine Frage. Papier? Na ja, nicht mit dem. Okay. Willst du Papier haben? Nee. Natürlich. Ich habe gerade zufälligerweise 2 Häuser noch gefunden. Was hast du gefunden? 2 Häuser. 2 Häuser, okay. Ja. Oh, ein Waffensafe. Sag mal, komm mal rein. Was ist ein. Ach, das ist Gunpowder in der Mitte und das ist auch Gunpowder. Ein Lied. Du hast ein Lied auf den Lippen. Wir brauchen ein Lied. Boah, das ist aber schwierig. Lad. Hab ich. Lad. Ich habe Scraplet 1. Langt dir das? Hier. 1? Nicht. Was machst du denn da? Ach, du holst die Flammen runter. Du bist ja geil. So, was denn lang? Hallo? Hi. Hallo. Du hast gesagt, sag mal hallo. Mhm. Okay. Hallo. Warum wird das eigentlich so dunkel? Mach dich vom Acker, du Drecksköter, echt jetzt. Okay, Frau hält mehr Monologe, merke ich. Ja, die redet ja nicht mit uns. Nee, ihr redet ja auch nie mit mir, also, was soll ich mit euch reden? Also. Wir reden doch mit dir. Also, ich wollte gerade sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht mit dir rede. Irgendjemand muss ich ja reden. Da ist sonst keiner da. So, dann fülle ich mal die leeren Gläser auf. Und hol noch mal ein bisschen Wasser. Hast du noch Leergut? Ich muss zum Pfandautomat. Alles. Mach okay. Okay. Ich sterbe gleich und ich bin schon wieder tot. Das ist doch gut, jetzt langt's auch. Nee. Was heißt jetzt langt's auch? Jetzt bleibst du auch tot oder was meinst du damit? Genau. Ja. Jetzt vorbei. So. Ja, ihr Lieben, war schön mit euch, ich gehe jetzt. Es muss ein Zombie in der Nähe sein. Der Safe bricht ab. Ich habe einen Safe gefunden. Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, dass. Wenn so ein Safe beim Öffnen abbricht, dann ist ein Zombie in der Nähe. Okay. Ah, das ist aber jetzt ganz schön gefährlich, wenn du vom Dach runterspringst, ne? Was? Achso, weil man in die Spitzen hüpft. Ja. Ja, wir können mal gucken, dass wir das Dach öffnen, dass wir oben eine Luke machen. Ich habe nur ein bisschen Angst, aber ist mir egal. Ich probiere das gleich. Idee, ja. Ich werde das Dach jetzt öffnen, weil das, ja. Dann können wir die Dächer auch verbinden. Das mache ich umgehend, wenn ich das Wasser in den Ofen geschlagen habe. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ein Shotgun Receiver und ein Hunting Rifle Stock haben wir doch beide schon, oder, Jackie? Shotgun Receiver und ja. Oder? Ja, ne? Hat sich gar nicht gelohnt, leider, nein. Nee, dann. Nee, ich hab auch keinen Platz mehr. Ich hab auch jetzt noch 2 lange Shotguns da oben fertig. Weil die langen sind ja besser als die kurzen. Echt? Also die abgesägten? Ach, das ist schon wieder eine neue Prefab, die ich hier habe. Die sehen von außen so aus wie die Gebäude von Gore und von innen sind die wieder anders aufgebaut. Ja. Kocht er? Er kocht. So, dann tacker ich mal in das Dach ein Löchlein und dann bricht wahrscheinlich das Haus zusammen und ich werde von allen gehasst. Aber das gehe ich ein, das Risiko. Bottled Murky Water, kann man die stacken? Kann man. So, was brauche ich denn? Eine Axt bräuchte ich. Kann ich mir eine Axt machen? Jo. Nein. Was ist passiert? Ach, alles gut. Oh, da knurrt irgendwas vor der Tür. Oder bist du's, Schatz? Alter Gott. Die sagt gar nichts. Das hat jetzt doch echt ein bisschen gedauert bei mir. Was ist jetzt los? Das war dein Messer heute. Der war richtig. Echt? Der war gut? Ja. Aber sein Dippity sagt nichts. Du musst wahrscheinlich draußen schlafen, aber ich wäre mal, hey, das war's doch wert, oder? Ja, absolut. Für den Lacher. Der Dippity. PD-Platsch? Lass dir jetzt wirklich nicht mehr? Nee.
springt hier die Zombies um. Die kommt die wahrscheinlich gleich hier ins Zimmer und schwatzt mir eine über. Serendipity is mad. Are you mad? Also die Spitzen bringen was, da ist gerade so eine Tussi drin gestorben. Echt? Ja. Oh, gut. Ja, die bringen auch was, die Spitzen. Natürlich bringen die was. Hallo? Spitzen. Spitzen. So, ah, das ist super. Da können wir nämlich die Leiter an den Balkon machen. An den Balkon, an den Schornstein. Ich bin ja auch ein Idiot. Stimmst du mir zu? Toll, weißt du, sagst so. Minja, so kannst du auch nicht über dich reden. Manchmal ist es schwierig mit dir, aber. Wer würde dir denn jetzt widersprechen wollen? Ja, siehst du. Voll. Blasphemie. Blasphemie. Was denn? Ist ein viel größeres Haus als das, was wir da haben. Da bräuchte man gar nichts anbauen. Das hat sogar eine Garage. Aber die Herausforderung liegt doch da drin, anzubauen. Ja, zwei Häuser, ja, miteinander zu verbinden. Also im wirklichen Überlebenskampf macht es doch Sinn, neben einer so großen Stadt zu wohnen. Hä? Ja? Ja. Warum? Ressourcen. Was? Naja, was? Wie findest du denn welche Stadt meinst du denn? Sind wir in der Nähe von einer großen Stadt? Die findest du doch im Boden, die Ressourcen bei uns. Okay. Also in Bear Grylls hätte ihr gesagt, geht in die Stadt. Ja, ich habe doch so eine kleine Hütte gefunden. Die ist komplett mit Wasser umgeben. Sieht ja lustig aus. Das ist cool, müssen wir hier an der Stelle. Ich bin schade, dass man sich das nicht irgendwie merken kann. Was denn? Also die Stellen. Könnt ihr doch ein Fähnchen setzen? Das ist lustig. Hier könnte man drei kleine Inseln irgendwie miteinander haben. Moment, du kannst mehrere Waypoints setzen? Nee, einen. Ich wollte gerade sagen. Boah, ist das Wasser hier tief. Wahnsinn. Okay. Sind die echt, die Seen sind auch tiefer? Ja. Wesentlich? Ja, okay. Meiner ist 8 Blocks tief. Und der hier ist bestimmt 10 tief gewesen. Um 9 fangen die an zu laufen, ne? Ja, es kam so Theorien mit irgendwie wegen den 35% und irgendwie, dass es dann um 21.15 Uhr wäre. Also es scheint nicht immer die gleiche Zeit zu sein, wenn der Tag. Okay, ich hoffe, geht Jack, Sonne unter. Ja. Alle Dude? Oh ja, klar. Also, man kann jetzt hier aufs Dach gehen und auch am Schornstein am Dach runter in die Basis rein. Man muss nicht mehr das Dach runterhüpfen. Wo bist du denn? Wo hast du dich denn eingebuddelt? Ich hab ein Loch ins andere Haus gemacht. Ach, du bist im anderen Haus? Mhm. Oh, da müssen wir mal anfangen, das Haus miteinander zu verbinden. Das wäre natürlich cool, dass wir darüber können. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Dann müsste man mal. Dann hau ich hier mal einen Stein raus. Boah, jetzt ernsthaft? Bei dem Dunkelheit durchs zerstörte Biom. Ich mach hier mal die Tür zu, ja? Viel Spaß. Du machst doch den. Ja, ich will nach Hause. Ich suche gerade den kürzesten Weg. Und der führt du machst jetzt immer schwierig, gell? Also, ich glaube, das ist jetzt mir schon mal aufgefallen. Du bist mir so. Ich brauche mehr Herausforderungen. Ja. Ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege, aber das mache ich lieber am Tag. Ne? Ja, ich manchmal denke ich mir, da muss doch noch mehr sein, als einfach nur zwei Häuser miteinander zu verbinden, weißt du? Und dann bekommt es mich und dann sterbe ich halt irgendwo draußen in der Welt. Valkyrie. Okay. Mhm. Wie tief muss man sein für Lead-Eisen und so? Die ersten 20, also von Block 0 bis 20 kommt Kohle. Also Eisen gibt es in jeder Schicht. Ja. So, die ersten ist Kohle von 0 bis 20, dann kommt Potassium von 20 bis 40 und von 40 bis 60 komplett. Ach, heißt das, die Ladestellen jetzt immer alle durch mein Schlafzimmer? Finde ich gut. 40 bis 60. Immer auf einer Straße. Ich glaube, das ist unsere Straße. Oh, noch nicht. Oh, das wird jetzt aber eng, zeitlich. Ich komm, lass die Türen offen. Nee, ehrlich jetzt, das ist schwierig. Lies die Türen ab. Hallo? Was denn? Die Türen sind offen. Ganz viele tolle Sachen dabei. Ich kann dir gerade noch nicht sagen, was, aber irgendwas finden wir schon für dich. Wie weit durfte ich nochmal die Blöcke rausbauen? Nach wie viel bricht's ab? Nach 6? Nee. Der 6. fällt ab. Okay, dann habe ich hier 1, 2. Nein, falsche Richtung. Nein. Nein, nein, ich habe mir die Beine gebrochen. Ah, nein, ich habe mir die Beine gebrochen. Nein. Die Eva wird sich freuen. Ja. Ich finde das ist, ich finde es gut, dass es noch Let's Player gibt, die Tradition pflegen. Vielen Dank für deine Verbesserung für dein Verständnis. Aber einen Vorteil hat's. Oh. Drei, ich sehe das Haus, aber ich habe irgendwas grumpfen gehört.
Und ich habe ja noch Fleisch in der Tasche, Rose. Aua. Ich habe die Spikes entdeckt. Kann ich da? Ja. Wie viel haben wir denn überhaupt? Tag 4? Ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken gehabt, dass hier irgendwie diese Blablabla-Horde kommt. Ne? Nee, die reißen uns das Haus bestimmt auch ab, denke ich mal. Ja, ja, ich habe das nur gehört von den Abonnenten, die auf unserem Server spielen. Ach fuck, ich sollte mich ja... Ich sehe aber auch nichts. Ich glaube, das mache ich hier am nächsten Tag weiter. Den Übergang. Super. Was habe ich denn mit den Haxen gebrochen? Wie viel Prozent haben wir denn? 40%? Ja, leck mich am Arsch. Jetzt bringt es noch nicht, einen Splint zu verwenden, gell? Weil es nicht wirklich gebrochen ist, sondern... Ja, nee, das ist gar nichts. Sieht halt, nein. Sieht halt nur wehleidig aus, aber... 12 Ingame aus. Na gut, zum Glück haben wir den Tag nicht so lang gestellt. Das heißt, schwierig. Toll. Mann, aber es ist Gesundheit. Danke. Das ist zum ersten Mal, dass ich mir die Beine gebrochen habe in dieser Staffel. Ja, nein, nicht in der Staffel, das stimmt nicht, das ist gelogen, sondern in dem Neustart. In die beziehst du einfach auf die Region, in der du dich gerade befindest. Ja. Hier, also in dieser Region des Hauses. Ist das jetzt neu. In dieser Etage. Genau. Schwierig. Bist du drüben, Jackie? Ja. Kannst du da nicht einen Tunnelbaum ist rüber? Ja, mit Sicherheit. Wo ist denn... eingesammelt hier. Hier ist so, der. Ich schmelze hier mal ein bisschen Eisen ein. Ich habe nämlich ein bisschen was mitgebracht. Für 10. Okay. Für 10 Ingels reicht das. Was ich hier mitgebracht habe. Ich überlege jetzt gerade, ob wir aus dem Haus auch vielleicht lieber nicht mit dem übers Dach verbinden, obwohl übers Dach verbinden wäre wahrscheinlich ein bisschen optisch schöner. Durch den Keller zu verbinden. Also macht Sinn, ne? Dass wir das. Was? Naja, durch den Keller machen. Ich habe ja jetzt eh schon ein kleines Loch, sage ich jetzt mal. Ein kleines Loch? Ja. Ganz winzig, kleines Loch. Was ist wahrscheinlich doch wieder, das wahrscheinlich kracht hier bald die Hütte ein. Was machst denn du? Ich höre dich doch auch schlagen. Antwortest du mir? Das ist ein Morsezeichen. Weißt du was, ich komme jetzt raus. Mir kann eh nicht viel passieren. Meine Taschen sind zwar voll. Hier sind keine Zombies, du. Jetzt ganz leider sagen. Also gut. Wir brauchen einen Zaun, damit wir von einem Haus zum anderen gehen können, ohne dass die Zombies uns überraschen, ne? Möchte jemand Lederhandschuhe haben und Hosen und sowas? Der Antipathy steht auf sowas, ich nicht. Aha, seit wann denn? Aber wie sagt das nicht? So, musst du ein bisschen... Verstehe. Was mach ich? Pack das hier mal links unten in die Kiste, und zwar die Ledersachen. Oh, ach, du brauchst da draußen. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Kann sich jeder dann rausnehmen. Okay, machen wir das so. So, willst Mama, du, wie ich meine? Ich danke, die Hose nehme ich. Jetzt rüberziehen bis Zaun zum anderen Haus. Hatte. Und jetzt guckt ihr die Hütte an. Ja, mach ich. Ich hab da mal vorbereitet. Du hast das komplette Haus weggejagt. Naja, nee, ich hab nur ein Loch im Boden immer. Naja, nee. Naja. Was denn? Achso, wenn ich Beine angeknackst hab, muss ich aufpassen, ma. Hast du einen Splint hier? Splint? Nee, ich hab ja noch nicht gebrochen. Ich hab ja 40%. Das ist ja... Runter. Ach, siehst du, ich brauche noch eine... Ach, man kann hier... Seit wann geht denn das so schräg? Geht hier in der Sprungschanze eigentlich eine Leiter runter? Nee. Ich habe eine Fackel. Ich habe eine Fackel. Ja, ich auch. Nee, in der Sprungschanze geht keine Leiter runter. So weit war ich noch nicht. Ich habe mir dann ja die Beine gebrochen, professionell wie ich bin. Mhm. So, jetzt hast du ein bisschen Licht, wa? Profi. Danke. Sag mal, du hast das Ding komplett unterhöhlt. Willst du bis zum Boden? Na, ich habe jetzt hier schon Eisen gefunden, hier. Deine Fackel fackelt nicht. Doch, bei mir fackelt sie. Jetzt fackelt sie. Hier. Also, du hast schon Eisen gefunden. Cool, dann kann ich da mal ein bisschen behilflich sein. Ja. Ich fange gleich mal mit an zu buddeln, ne? Ja. Du musst, aber pass auf. Das Loch ist leicht zu übersehen. Ja. Guck mal hin. Ja, musst du dich schon orientieren, dass du das Loch siehst in dem Haus, wenn du reinkommst. Ich bin 12-mal gestorben, das gibt's ja wohl nicht. So, wo hast du Eisen? Das war aber nur ein kleines Stück. Nee, dahinter. Dahinter jetzt weiter. Nur die Spitze des Eisenbergs quasi. Ah, verstehe. Wird gleich mehr. Sag mal, Weltcry. Ja. Bisschen Schminktopf gefallen. Wieso? Ja, keine Ahnung, du siehst so angemalt aus. Pussycatchen, jetzt geht's los. Pass auf. Yes. Das ist wahrscheinlich durch das viele frische Fleisch und die schöne die Natur und die genau, ja, die frische Luft, verstehe.
Das wird sein. So, sehe ich hier zwischendurch noch irgendwo was, was ich vielleicht übersehe? Ich glaube, ich muss den Phantoms nochmal eine E-Mail schicken. Nochmal. Die Schilder fehlen immer noch. Ja, genau. Die Schilder fehlen noch. Der Busen ist zu spitz. Also. Nee, geknickt. Also, gerade habe ich Wettbewerb von der Seite gesehen, der sieht total spitz aus. Na, das ist doch das, was ich die ganze Zeit rede hier. Ist doch mein Problem. Sag. Ich sehe spitz aus, ja, ja. Ja, genau. Klar. Das Wettbewerb so spitz ist. Oh, Entschuldigung. Ich wollte schießen. So, habe ich denn jetzt schon? Coal Ore habe ich. Oh, da draußen läuft hier eine Horde entlang oder so? Kann ja. Das sein? Ja. Ein Köter. Und Köter. Wo ist denn der Hunde? Wo sind das verfickte Iron Ore hin? Oder habe ich noch gar nichts aufgesammelt? Kein Problem. Wow, wie sie aber auch auf uns zurennen. Warte, ich komme hoch. Ob da die Hunde sind tot. Alles gut? Ja, so weit, so gut, sag mal. Ja. Sie sterben in den Spitzen, das ist schon mal gut. Oh Mist. Boah, Jack. What the fuck? Warte, ich repariere die Tür. Oh, ich blute. Ist nicht schlimm. Ich hab von Bananen eine Heilwirkung genommen. Mann! Ich dachte, ihr habt das draußen hier geklärt, Jungs. Nee, gar nicht. Wie wollen wir das klären hier mit... Oh Mann, ey, hab ich mich verjagt, ey. Ja, und ich du dachte, mich. Ihr seid das. Ja, Entschuldigung. Schande, ey. Mann, ich denke mir, da draußen ist irgendwie, da ist nix. Hallo? Da ist ja... Na gut, wir haben jetzt nicht gesagt... Ich hab mich jetzt so erschreckt. Dass wir uns zurückgezogen haben. Der Kater ist der steht jetzt wahrscheinlich genau auf meinen Klamotten irgendwie und ich hab nix... Nee, ich hab mal geschossen gerade. Also, okay. Alle tot. Das ist gut, dann hol ich noch meinen Rucksack mal wieder. Alter Schwede. Sehr gut. So, in welchem Haus habt ihr jetzt hier irgendwie runtergegraben? Achso, du bist doch gar nicht. Ich dachte, wer sieht's nicht. Oh nein! Da war ich gerade da. Wer ist in die Spitzen gelaufen? Ich war gerade dabei, das wieder ganz zu machen. Ja. Ich kenne jemanden, der hat sich noch die Beine gebrochen zusätzlich. Hab ich jetzt hier Dings? Nee. Kann mir jemand einen Splint machen, bitte? Ein Splint hier? Ich habe keinen Stoff dabei, aber habe ich Cotton dabei? Habe ich auch nicht. Doch, ich habe Cotton. Ich habe Cotton. Zu trinken hätte ich dabei. So, du kriegst von mir einen Splint, weil ich meine, Splint kann ich herstellen, da bin ich Profi drin. Wenn ich nichts kann, dann ist es ein Splint. Geht sogar. Aber wie viel Prozent hast du denn? Wer hat denn hier eine Leiter hingemacht? Ich. Naja. Ja. Eine Treppe, oder was? Treppe, ja. Ja. Boah, hier, Jackie. Halte ich ja irgendwie für sinnvoll, ne? Das mit Treppen zu machen, oder? Dann kannst du nämlich schön runterlaufen. Stimmt wohl. Ja, aber das brauchst du gar nicht, weil du kannst das hochspringen hier. Du möchtest... Nein, du kannst hier, guck mal, hier. Du kannst hier und dann kannst du eins, genau da, kannst du hochspringen. Da passiert nichts. Wir müssen uns noch weiter zumachen, dass man nicht aus Versehen reinplumpst. Genau. Deswegen würde ich die Treppe nochmal wegtackern. Obwohl, man könnte die Treppe dann ja bis da unten hin verlängern. Oder? Wollen wir die Treppe nehmen? Wir können doch hier die Treppe runter machen. Ja. Aber das ist, glaube ich, zu steil dann. Wenn wir jetzt noch eine Treppe draufsetzen, ist der Sprung zu hoch. Jetzt kannst du reinsetzen. Also auf da draußen sind Zombies. Ja. Wie geil, ich habe gerade so als wenn die wirklich rausgeht, verstehst du? Wie im Real Life. Pass auf, was? Bitte. Da draußen sind Zombies. Achso, du vermischst gerade Realität mit Spiel. Ja. Okay, verstehe. Nein. Das ist alles in Ordnung. So was, hier hast du schon alle weggesammelt? Nee. Nee. Weil ja die Horde kam, deswegen bin ich oben hingegangen. Also 7 Uhr, gleich ist es fertig übrigens. Ich kümmere mich mal um die Absicherung des Hauses. Da hätte ich übrigens auch Close Fragments kriegen können. Hier wächst auch ein Baum rein. Hat jemand im Hinterhof einen Baum gepflanzt? Mm-mm. Na klar, da du spontan sagst, muss es doch gewesen sein. Nein. Guck dir meine Videos an, ich habe keinen einen Baum gepflanzt. Kein einen Baum? Ich hab nur so zwei Baum. Circa 30 Bäume. Nee, ich habe nur Kaffee angepflanzt. Ah, hier sind doch Bäume, hat jemand hab ich die gesetzt?
Ach so. So, was ist denn eigentlich hier mit unserem Kaffee? Der wächst. Ja? Ja, ja, ja. Ist um eine Stufe größer geworden. Also und der Mais auch. Die brauchen doch Wasser. Wieso? Wo hast du denn Wasser gesetzt? Die brauchen wahrscheinlich nur Blut. Wo hast du denn Wasser gesetzt? Ach so, ich dachte, du hättest Wasser gesetzt. Ach, ich und was hätte ich was richtig. Mit dem Trinken haben wir schon wieder vergessen. Valkyrie, ist hier noch jemand? Ich hab was. Ich komme. Valkyrie, hast du was zu trinken? Ja, ein bisschen. Gibst du mir vielleicht was? Ich bräuchte was zu essen, aber müsste ich rübergehen. Okay, dann haut ihr mal da drüben, ich hol mir mal da drüben was zum Essen. Müsst du unten liegen, hast du? Jo. Golden Rotti. Ja, was sonst? Ich brauche auf jeden Fall noch Holz, damit ich meine Brücke über das Dach fertigstellen kann. Ich meine, jetzt, wenn ich mir die Beine für gebrochen habe, muss ich das Ding auch fertig bauen, ist ja wohl klar. Der Leck ist broken, Mann. Ja, how much? I asked before. Ach so, 60%. Oh, 60, ja, dann. Aber du hast jetzt einen Splint benutzt. Everything, was geht, Mann. Ja. Mal was gucken. Nein. Hallo? Hallo. Fackel an. Danke. Machst du denn da drüben mit dem Jack? Ich find's ganz interessant, dass wir hier so wenig Metall finden bei so einem riesigen Loch, muss ich sagen. Hier ist Metall. Ich hab ja wahrscheinlich nur daneben gehauen. Moment, was denn ja, hier? Noch hier, bis wohin du schon gesprengt hast. Hier müsste eigentlich alles voll mit Metall sein. Wahrscheinlich nur Pech. Hm. Oder ich du hast es weggesprengt halt, ne? Kann auch passieren, kann es sein? Klar, sicher. Metall sprengst du so weg, da hast du gar nichts von mir. Wo du sprengst, ist es weg. Da sind böse Zombies. Über. Oben. Gibt's auch gute Zombies? Böse im Sinne von mit Biene. Bienenzombies. Wo? Bienenzombies. Also, ja. Bienenzombies. Hört sich gerade so an. Ist über unseren Zaun gesprungen, über unseren Gartenzaun. Die Biene? Oh nein. Der Zombie. Die Biene. Was, der beim Gartenzaun? Das heißt, wir müssen das noch höher ziehen? Mhm. Okay. Und dann ist er durchgebackt. Bei dem anderen. Ach, da ist noch so eine Krankentussi. Hier hatte sich schon mal jemand um den Tee gekümmert, merke ich gerade. Mhm. Ich habe noch 23 Blumen dabei. Ja, ein bisschen was habe ich aufgesetzt. Ach, da sind aber auch. Naja, das Murky Water oder was ist jetzt da am. Würdest du uns hier noch eine Stufe tiefer gehen, Belly? Belly Bellcry. Ja, mach doch. Da okay. Ende. Dann bleib, wo du bist, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Fire in the hole. Lustig, rechts war die Explosion, links war das Leuchten an mir am Bildschirm. Etwas schräg. Geht direkt weiter. Ja, die Zombie-Horden, die Zombies als solches, die ordisieren. Über Krach angelockt werden, das soll ja noch weiterhin funktionieren, wa? Ist ja super. Ich habe gleich einen Check eingeholt. Die werden, ach so. Mal, die werden irgendwie ab der Alpha 10 ja auch durch Licht angelockt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich habe es aber nur überflogen gehabt. Und es gibt brennende Pfeile. Da warte ich ja drauf. Ne? Das ist so geil. Ja, das ist mein Ding. Ey. Da warte ich echt drauf. Und dann brennen die Zombies auch, wenn du die triffst damit. Ne? Brennende Zombies, wie geil. Ja. Wow. Oh, Lady. Ich blute. Oh, die. Ey, Mädels, so haben wir nicht gewettet. Ich bin schon verletzt. Oh, Mist. Ich bin Biohazard und ich kann mich nicht bewegen. Kacke. Ich Idiot, warum bin ich nicht bei Kimmy Korn gegangen? Oh, Mann. Oben liegt Antibiotika. Naja, weiß ich, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht, weil ich wollte eigentlich eh nur den Übergang übers Dach fertigstellen, wenn ich das schon angefangen habe. Sprengst du immer noch schräg oder sprengst du jetzt gerade runter? Senkrecht. Weil die Schräge war gar nicht so schlecht. Ich wusste nicht, dass man das so schön glatt machen kann, wie du es da. Oh, ihr kommt zu einem Zombie nach dem anderen, was ihr da macht mit dem Krach. Das ist schwierig. Ja, ich habe nur noch einen TNT, denn ich bin gleich wieder draußen. Ich kümmere mich um die Plage.
Mein Problem ist, dass ich kaum halt noch... Ey, die gehen durch den Zaun durch, die Dicken. Sag ich doch. Die Dünnen auch. Oh Mist. Ja, die würden mindestens über wegspringen. Das machen die Zombies ja auf alle Fälle. Ich habe keine Pfeile mehr, ist doch zum 9-3. Kotzen. Das hatten sie ja irgendwie angekündigt. Oder 9-2 war es, wo sie die Zombie-KI... Ach so, jetzt ist ja schon hell draußen wieder. Dachte ja. So, Digga, hast du gesehen, dass mein Kumpel gekommen hat? Hat mal Zeit, was hier abgeht, wa? Geil, ist doch schön aus meinem Wald, die gepflanzt hat, ne? Ja? Ja, ich mache jetzt erstmal das Ding fertig. Ich glaube, die Sprengung hier können wir uns sparen weiter. Hier ist nichts. Hier ist ja rein gar nichts. Meinst du? Befürchtet. Hab's befürchtet. Wie komme ich jetzt hier runter? Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist schwierig. Also wenn ich jetzt den unter dir wegnehme. Was passiert eben? Was passiert, wenn man den hör auf! Ne? Hör auf da! Du Sack! Halt, ich probiere wieder hinzusetzen. Nee, ich hab ihn schon gesetzt. Okay. Becky, auf 3, du den linken, ich den rechten. Ihr könnt mal mir einen Büffel tun? Eine Puppe schmatzen. Wir müssen nur warten, was in der Mitte ist. Ich schmeiß mich heute weg, super. Wenn der so ist, dann kannst du den so wunderbar ärgern, ey. Hält das eigentlich, wenn die Säulen hier fehlen? Ich glaube nicht. Oh, das wäre eine geile Idee. Ich würde mal ausprobieren. Es hält nicht. Aber du weißt ganz genau, dass es nicht hält. Meinst du, das hält nicht? Wirklich? Ich vergesse das ja fast fertig. Ich weiß, kann mal jemand von. Kann man, ich glaube, waren das 11 Blocks oder 15? Oder kann man jemand von da hinten bitte den nochmal ein Türmchen hochbauen ans Dach? Damit ich hier rüberkomme in die andere Hütte. Ein Türmchen? Ja, bitte, dass ich da. Ich habe keinen Bock, hier an der Kante vorbeizugehen, weil ich das Gefühl habe, dass dann danach meine Beine. Aufs Dach oder. Wo komme ich denn hier aufs Dach überhaupt? Ich sehe doch gar keine Treppe in diesem. Mach doch erstmal die Bäume weg. Du, dieses Haus hat gar keine Treppe nach oben, oder? Nee, ja, wie soll ich denn dann auch. Da muss man halt eine schaffen. Ihr seid aber echt unkreativ. Das ist doch ein Spiel, wo man das erschaffen kann. Ja, mir fehlen Frames. Warte mal, ich nehme mir die hier unten mal eben. Ich hab Frames, ey. War ja nur eine Idee. Aber ein super Plan, ey. No. Was denn, Frau? Biene. Ich hab sie getroffen. Ey, sag mal. Aber jetzt kommen kaum Zombies. Was ist denn jetzt los? Die sind das war ja eine Horde, die Lärm angelockt war. Ach so. Denke ich mir jetzt einfach mal, dass das eine Horde war. Sag mal, diese Kotzbrocken, die sind ja auch überall. Hallo. Hallo. Ja, Kotzbrocken gibt's überall. Diese Rülpsdinger. Also das mit dem Gartenzaun müssen wir nochmal überdenken. Das ist keine gute Idee. Gute. Wobei sie ja es nicht kaputt trampeln, ne? Aber wir können dann auch irgendwie weglassen, weil... Ja, wenn sie eh drüber springen. Ja. Und ist da oben noch einer frei? Sag mal, die Bäume hast du aber auch gepflanzt hier. Super, ne? Ja, ich bin stolz. Ja. Ist schon fertig? Mann! Super, ich bin total schnell unterwegs hier. Der rote Blitz. Ich brauche noch einen Scrap-Lead, bitte. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Schade. Kriegt das jetzt her? Ja, LED ist... Kriegen wir es im Boden? Ja, gell? Früher gab es das mal im Boden. LED ja. Im Boden, ab Stufe 60. Ab 60, Tiefe 60, okay. Nee, warte mal, 40 bis, minus 20, 20, 50, 40 bis 60. Ja, aber ab 60 kommt dann jetzt? Die Tankstünde. Sehr tief, oder nicht? Was denn wo? Ja, aber ach, wir haben ja nicht mal Eisen gefunden da an der Mittels, Stelle. Keiner sagt was, komisch. Keiner sagt was. Aber was ich sag's denn? Jetzt. Wir sind 29 Minuten, Alter. Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Wir haben die Zeit vergessen. Merkt ihr, wie wir im Spiel drin sind, im Fluss und die Zeit vergessen? Ich
finde es fantastisch. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Ihr kennt den Spruch schon zu Genüge, aber ich sage ihn immer gerne wieder. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von Seven Days to Die und dann werden wir hier weiterbauen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.